Phoenix persönlich. Es ist so etwas wie eine Revolution im Automobilbau. Die Umstellung auf alternative Energie. Doch die Käufer, die zögern. Und es gibt auch Bedenken wegen der Arbeitsplätze. Bei mir ist der VW-Chef Herbert Diess. Ist die deutsche Automobilindustrie nicht ein bisschen langsam gewesen? Sie haben so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als sei das früher doch toll gewesen mit den großen Autos. Die kann man ganz toll für tolle Preise verkaufen. Nee, die deutsche Automobilindustrie ist überhaupt nicht langsam. Die deutsche Automobilindustrie kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ich spreche jetzt für Volkswagen. Wir haben im letzten Jahr begonnen mit dem Audi e-tron, das erste Premium-Fahrzeug vollständig zu elektrifizieren. Der Porsche Taycan, der erste Sportwagen. Und später in dem Jahr kommt dann der ID.3, das erste wirklich auch massenfähige Elektrofahrzeug. Bis dahin hatten wir auch schon sehr wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge, den Golf, der jetzt fast 300 Kilometer fährt, auch sehr gut nachgefragt ist. Wir haben den elektrischen Up als Einstiegsfahrzeug. Die deutsche Automobilindustrie kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die muss aber ziemlich aufholen. Wir sehen es in den USA, auch wenn sie das möglicherweise jetzt erst einmal nicht so akzeptieren. Wir sind hier auf einem Forum in Davos, wo der Klimaschutz ganz weit oben steht. Da wird auch viel Geschäft gemacht, keine Frage, aber der Klimaschutz ist das beherrschende Thema. Und da muss sehr schnell etwas passieren. Aber das, was es an Verkäufen gibt, zum Beispiel von E-Autos, da zeigt ja nicht unbedingt, dass der Autokäufer schon so weit ist. Doch, absolut. Wir haben deutliche Zuwächse. Allein 2019 ist der Absatz von Plug-in-Hybriden und Elektrofahrzeugen über 60% gestiegen in dem stagnierenden Markt. Nicht nur in Deutschland, sondern praktisch europaweit. Wir haben deutliche Zuwächse in China. Also das Elektrofahrzeug schafft den Durchbruch. Wir haben einige Märkte jetzt, in denen Elektrofahrzeuge schon die am meisten abgesetzten Fahrzeuge sind. Holland zum Beispiel war Tesla Model 3 oder auch jetzt in Norwegen sind die meisten Fahrzeuge Elektrofahrzeuge. Das geht schnell, ist abhängig von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft. Bei uns wird das Jahr 2020 ein sehr wichtiges Jahr mit eben den neuen Fahrzeugen, dann auch mit den Rahmenbedingungen, die die Regierung setzt, die natürlich auch sehr starke Kaufanreize setzen. Elektrofahrzeuge sind heute schon im Unterhalt deutlich günstiger als Benziner oder Diesel. Und damit rechnen wir 2020, 2021 wirklich mit dem Durchbruch. Aber warum ist dieses Jahr jetzt so wichtig, 2020? Ist das ein entscheidendes Jahr auch für die Frage, wie man mit den Arbeitsplätzen hinkommt? Wir haben eine Beschäftigungsindustrie im Automobilbau, die ja fast bis zu 1 Million Beschäftigte geht. Da sind jetzt Zahlen publiziert worden, die machen einem Angst und Bange, was da an Arbeitsplätzen verloren geht. Ja, das, glaube ich, kann man schon stark relativieren. Da ist das Wenigste natürlich verursacht durch Elektrofahrzeuge, weil wir werden im Jahr 2020 etwa 4% Elektrofahrzeuge absetzen weltweit. Im Jahr 2021 dann etwa 8%. Das hat keine Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Was wir heute an Arbeitsplatzauswirkungen diskutieren, sind häufig auch natürlich ein Abkühlen der weltweiten Automobilkonjunktur. Wir haben weltweit etwa einen Rückgang gehabt im Jahr 2019 von 4-5%. In einigen Märkten stärker, in China deutlich stärker. Etwa 8%, 9% Rückgang. Also der Weltautomarkt ist nicht gewachsen. Und das führt natürlich bei den Firmen, die dann auch nicht so erfolgreich sind, um Marktanteile zu gewinnen, auch zu einer Anspannung auf der Arbeitsplätze. Aber wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, etwa die großen Automobilmessen, dann wurden die Autos immer größer, immer stärker, immer teurer. Und sie haben ja glänzend daran verdient. Nicht unbedingt in Europa, aber zum Beispiel sehr stark in China. Hat das nicht die Umstellung erschwert im Sinne von, ach, müssen wir nicht ganz so schnell voranschreiten? Wir verdienen jetzt so tolles Geld. Warum sollen wir uns jetzt auf das E-Auto konzentrieren? Nee, aber man muss natürlich, Sie haben es ja angesprochen, das E-Auto per se setzt sich nicht durch. Man braucht die Rahmenbedingungen dafür. Das E-Auto braucht eine Infrastruktur, eine Ladeinfrastruktur. Das E-Auto braucht vor allem CO2-freien Strom. Wenn wir Strom aus Kohle produzieren, machen E-Autos überhaupt keinen Sinn aus klimapolitischer Sicht. Das heißt, wir brauchen
brauchen die Rahmenbedingungen dafür. Das ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe für die Gesellschaft. Dort, wo diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, dort setzt sich das E-Auto dann sehr schnell durch. Wir haben das Beispiel Norwegen hier in Europa, auch in China, auch in, ich sag mal, an der Westküste in den USA haben insbesondere eben auch steuerliche Anreize dazu geführt, dass E-Autos sich durchsetzen. Das wird sich moderieren, weil E-Autos natürlich auch sehr wettbewerbsfähig werden dann. Ich sag mal, wir haben gerade einen neuen Golf in den Markt gebracht mit Plug-in-Hybriden, mit Gasantrieben, mit Diesel-Benzinern und bringen in wenigen Monaten den ID.3, ein Fahrzeug der gleichen Größe, in der gleichen Preiskategorie, eben rein elektrisch mit dann 300 bis 500 Kilometer Reichweite. Für viele Kunden wird der ID.3 der bessere Kauf sein, weil er einfach kostengünstiger ist. Sie haben weniger Kosten pro Kilometer, sie haben weniger Wartungskosten und immer dort, wo sie ausreichend Ladeinfrastruktur haben, wo sie die Möglichkeit haben, entweder in der Arbeit oder beim Einkauf oder auch zu Hause zu laden, ist für viele dann das Elektroauto die bessere Wahl. Aber das hört sich jetzt so an, als seien Sie sehr entspannt. Aber immer wenn man von Ihnen Äußerungen hört oder liest, dann sind das Äußerungen, die sagen, wir müssen jetzt auf die Tube drücken. Wir müssen jetzt beschleunigen, weil es könnte sein, dass wir sonst den Anschluss verpassen. Jetzt nicht unbedingt in Richtung Tesla, sondern auch der politischen Rahmenbedingungen, die ja einen enormen Druck ausüben. Ja, da zitieren Sie mich schon richtig, weil einerseits bin ich ein Verfechter und habe das auch von Anfang an artikuliert, wir brauchen, um weltweit erfolgreich zu sein, einen starken Heimatmarkt. Wir sind heute in der Welt sehr erfolgreich mit Premium-Automobilen, weil wir einen außerordentlich erfolgreichen Heimatmarkt haben. Wir haben hier einen Premium-Anteil von 30%, Audi, Mercedes, Porsche, BMW im Wesentlichen dominieren diesen Markt. Dieser starke Heimatmarkt erlaubt uns dann, die Skalen zu generieren, um eben dann auch über See in den USA, in Japan, in China sehr erfolgreich zu sein. Wenn uns das mit Elektrofahrzeugen nicht gelingt, also wenn der Hauptmarkt für Elektrofahrzeuge zum Beispiel China wird oder USA, dann wird diese Möglichkeit des Exports, des Technologieexports, sehr, sehr schwierig werden. Deswegen müssen wir es schaffen, gemeinsam mit Politik, mit den Zulieferern, hier einen starken Heimatmarkt zu schaffen. Hier müssen wir demonstrieren, dass Elektromobilität funktioniert. Und dann können wir dieses neue Produkt Elektrofahrzeuge exportieren. Aber dann verstehe ich nicht, warum auf der anderen Seite die Automobilindustrie, ich sage das jetzt mal insgesamt, quasi sagt, wir brauchen so ein Auto wie diesen großen Panzer, den SUV, weil wir damit viel größere Margen holen, weil wir damit quasi finanzieren diesen Umstieg in Richtung Elektro. Ja, aber das sagt ja nicht die Industrie. Die Industrie muss... Aber man muss den Eindruck gewinnen, weil die sind ja nun sehr viel teurer. Mag sein, dass sie den Eindruck gewinnen, aber Sie müssen natürlich sagen, die Industrie muss erstmal die Autos bauen, die der Markt nachfragt, die der Kunde will. Und wir haben einfach in den letzten Jahren einen Trend zu größeren Fahrzeugen, vor allem zu Fahrzeugen mit einer höheren Sitzposition erlebt, weil das als Erlebnis empfunden wird, auch Sicherheit vermittelt, diese höhere Sitzposition natürlich auch Übersicht vermittelt. Dadurch gibt es einen Trend, der weltweit ist übrigens, zu den eher größeren Fahrzeugen und zu SUVs, der übrigens nicht einhergeht mit dem starken Anwachsen der Verbräuche. Ne? SUVs brauchen etwas mehr. Aber Sie haben selber gesagt, 10-15%, ja, bei den größeren vielleicht. Aber das ist eine Menge. Ja, das ist eine Menge. Auf der anderen Seite können Sie den großen Wandel zu einer emissionsfreien Mobilität nicht durch kleinere Fahrzeuge bewirken. Sie einfach mal unser Produktportfolio angucken. Wir haben unser kleinstes Auto ist der Volkswagen Up, der sehr modern ist, ein Dreizylindermotor, turboaufgeladener Motor, sehr effizient, Leichtlauf, Reifen, aerodynamisch sehr gut, ein leichtes Auto. Es hat 95 Gramm. Also das kleinste, das 95 Gramm CO2. 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Und dieses Auto ist das Einstiegssegment. Unsere Flottenziele jetzt ab dem Jahr 2021 liegen bei unter 100 Gramm. Das heißt, Sie können im Prinzip, wenn Sie vier Personen einigermaßen sicher mit den Geschwindigkeiten, die üblich sind, 120, 140, 150 Stundenkilometer transportieren wollen, schaffen Sie es nicht mit Verbrennungsmotoren
sei es Diesel oder Benziner oder auch Hybride, weit unter diese 95 Grad. Macht Ihnen das nicht große Kopfzerbrechen? Doch, natürlich. Das führt zu Anstrengungen. Wir haben aber eine gute Lösung dafür. Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Elektrofahrzeuge eine wirkliche Alternative sind, mit CO2-freiem Strom dann eben auch dann unsere Flottenemissionen deutlich absenken werden und auch der richtige Weg sind bis 2050. Und das wollen wir auch, völlig CO2-frei Auto zu fahren. Jetzt sagt aber der Autofahrer, erstens mal möchte ich ein großes Auto, dann will ich ein schnelles Auto. Der Preis ist mir jetzt gar nicht mal so furchtbar wichtig. Das sagen nicht alle Autos. Das sagen nicht alle, das ist richtig. Aber ich rede jetzt mal von denen, die größeren Autos kaufen. Ein Touareg bei Ihnen zum Beispiel. Und dann auf der anderen Seite sagen Sie, wir müssen aber mit den Verbräuchen runter, mit dem CO2 runter. Beißt sich da nicht sozusagen die Katze in den Schwanz? Weil der Druck auf Sie als Produzenten von Autos ist enorm groß und der Kunde zieht ja noch nicht so mit. Das wäre ja toll, wenn der Kunde sagt, naja gut, also das Prestige ist mir jetzt mal nicht so wichtig und ich fahre auch nicht immer mit 5 Leuten im Auto. Deswegen nehme ich mal ein kleineres Auto und Sie haben einen Spaß daran, weil der liegt unter 100 bei CO2. Da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Sie bewerben ja auch die großen Autos. Nee, aber erstmal muss man natürlich die Autos bauen, die der Kunde nachfragen, die der Kunde will. Das sind erstmal etwas größere Autos, die aber nicht exorbitant mehr Verbrauch haben. Der Unterschied jetzt zwischen so einem Up, unserem kleinsten Auto, und dann so einem Mittelklasse-SUV, T-Roc oder Tiguan, sind 20-25% im Verbrauch. Das heißt, das ist schon mehr Verbrauch, aber Sie können die Flottenziele und auch CO2-Freiheit nicht dadurch erreichen, dass Sie mehr kleine Fahrzeuge verkaufen. Die Zeiten sind vorbei, weil selbst wenn Sie, wir müssen 95 Gramm Flottenziel erreichen, wenn Sie mehr Ups verkaufen, mehr kleine Fahrzeuge, das hilft nichts. Sie werden im Durchschnitt nicht besser durch mehr kleine Fahrzeuge. Und das ist natürlich eine Industrielogik, dass in der Regel an den größeren Fahrzeugen mehr verdient wird. Die Margen sind dort höher. Und um den Wandel zu finanzieren, glaube ich, ist es schon legitim, auch dem Markt zu folgen und diese größeren Fahrzeuge zu bauen, um dann in Summe in der Flotte im Mix mit den Elektrofahrzeugen auch die Flottenziele zu erreichen und die CO2-Reduzierung. Und es wäre einfach, ich sage mal, wir können nicht dem Kunden sagen, was er fahren soll. Das verstehe ich, aber Sie verleiten doch den Kunden, diese großen Autos zu fahren und sagen dem ja, das ist auch gar nicht so schlimm, weil die anderen fahren Elektro. Nein, Herr Grüß, Sie überhöhen die Diskussion. Wenn Sie mal auf die Zulassungsstatistik schauen, ja, SUVs haben zugenommen, aber das sind auch sehr kompakte SUVs. Fahrzeuge in der Größenordnung, ein T-Cross ist im Prinzip auf der Basis von einem Polo. Der einzige Unterschied, der ist etwa 35 mm höher, gilt in die Kategorie der SUVs. Wenn Sie in die Zulassungsstatistik gucken, ist nach wie vor mit großem Abstand der Volkswagen Golf das meistverkaufte Fahrzeug in Deutschland, auch über Jahre hinweg und auch in Zukunft. Ich glaube, dass wir diese Diskussion sehr stark überhöhen. Ich glaube, wir sollten dem Kunden wirklich die Freiheit lassen, in welcher Fahrzeughöhe er gerne fährt. Er zahlt dafür ja auch ein bisschen mehr. Es ist absolut aus meiner Sicht vertretbar, aus Umweltsicht diese Fahrzeuge zu fahren. Die haben häufig sehr effiziente Motoren, haben Plug-in-Hybride, mit denen sie elektrisch fahren können. Und auch bei den Elektrofahrzeugen werden natürlich diese höheren Fahrzeuge eine große Rolle spielen. Jetzt reden wir überall über CO2, über Klimaschutz etc. Was haben Sie persönlich für einen Eindruck, warum die großen und ja auch immer PS stärkere Autos sich wirklich so gut verkaufen? Gibt es da einen Link, um das zu verstehen, dass der Autokäufer das so toll findet? Nee, das ist ja weltweit so. Nee, aber Sie tun da dem auch, ich sag mal, der Bevölkerung, den Kunden auch Unrecht. Es gibt einen Trend zu etwas höherer Sitzposition, aber es ist nicht so, dass jetzt alle eine Klasse größere Fahrzeuge fahren wollen und dass auf einmal alle einen A6 kaufen statt einem A5. Den Trend gibt es nicht in der Welt. Die Fahrzeugsegmente sind sehr stabil. Es wird in eine höhere Fahrposition investiert. Die Autos werden etwas höher. Hat natürlich auch damit zu tun, dass mehr höhere Autos auf der Straße sind und man dann natürlich sich auch gegenseitig da vielleicht hochschaukelt. Aber diese Fahrzeuge sind sehr umweltfreundlich, sind sehr sicher
und entsprechen einfach dem Kundenbedürfnis. Es ist auch kein deutsches Phänomen, es ist ein weltweites Phänomen. Wir sehen das in den USA, wir sehen das in China. Und ich glaube, es hätte keinen Sinn für uns als Unternehmen, sich dem Trend zu widersetzen und sagen, aber wir wollen kleine Autos verkaufen, wenn der Kunde die nicht will. Das macht keinen Sinn. Und Sie müssen sehen, die Automobilindustrie steht vor wirklich großen Umbrüchen. Diese Investitionen in Elektrofahrzeuge, in neue Antriebe kosten viel Geld. Das Fahrzeug wandelt sich auch als Produkt. Software wird eine gewaltige Rolle spielen. Die Autos werden sehr viel sicherer werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das bedeutet Investitionen. Diese Investitionen muss man verdienen. Und zugegeben, die verdienen wir auch mit SUVs. Wenn wir uns mal angucken, weil wir ja jetzt sagen, das ist ja quasi eine Art von Klimagipfel hier in Davos, wo CO2, wo die Klimaziele schon zumindest in erreichbare Reichweiten gehen, nämlich zum Beispiel den Rückgang zwischen 1990 und jetzt im CO2 bei der Energieerzeugung, dann sind das 30%. In anderen Bereichen der Industrie auch 30%. Beim Verkehr ist eigentlich sozusagen ein Nullsummenspiel im Gange. Das heißt aber doch, in Zukunft müssen wir beim Verkehr auch uns noch ein paar andere Sachen überlegen. Jetzt sagen Sie als Automobilproduzent, um Gottes Willen doch bitte nicht ohne Autos. Ja, kommen wir denn da nicht drum herum? Nee, das sagen nicht nur wir, sondern auch die Kunden wollen natürlich, die Bevölkerung will individuelle Mobilität. Und wir gucken jetzt in Deutschland, da gibt es sicherlich in den Großstädten den einen oder anderen, der das Auto sich vom Auto verabschiedet, nur noch öffentlich fährt oder Carsharing fährt. Aber weltweit ist natürlich der Trend zum Auto ungebrochen. Es gibt in vielen Wachstumsländern, in China, in Lateinamerika, in Afrika, in vielen Bereichen Asiens, ist der größte Wunsch vieler Familien ein eigenes Automobil. Weil das Automobil ja nicht nur für Mobilität sorgt, sondern auch für individuelle Mobilität, für Freiheit steht, sich dorthin zu bewegen, wo man will. Und ich glaube, unser Ziel muss es sein, diese Freiheit, dieses Grundbedürfnis weiterhin zu befriedigen, aber eben CO2-neutral, ohne Auswirkungen auf das Klima. Und das schaffen wir mit einer Elektrifizierung, mit einer schnellen Elektrifizierung der Autos und dadurch, dass wir die Primärenergieerzeugung, also die Energie eben nicht mehr aus Kohle produzieren, sondern aus Erneuerbaren. Macht aber nur dann Sinn, wenn die Energie tatsächlich aus den Erneuerbaren kommt. Ja. Und da haben wir ja noch einen ganzen Weg zu gehen. Ja. Das funktioniert jetzt im Augenblick noch nicht so richtig. Jetzt mal abgesehen vielleicht von Norwegen, die einen hohen Anteil an Wasserkraft und damit an Energieerzeugung haben. Hier wird ja auch darüber diskutiert, wie wir die Ressourcen stärker schonen können. Also nicht alles Öl aus dem Boden zu holen, um im Zweifel auch Energie zu erzeugen, elektrische Energie, wie das manche Länder immer noch tun. Müssen wir nicht auch bei der Ressourcenschonung im Automobilbereich überlegen, was man tun kann? Batterie etwa ist ein großes Problem, um da weiterzukommen. Ja, absolut. Aber Recycling im Automobil hat eine lange Tradition. Wir haben hohe Quoten von Recycling der Metalle im Automobil. Da gibt es eine etablierte Struktur. Bei den Batterien werden wir in wenigen Jahren auch auf einen vollständig geschlossenen Rohstoffzyklus kommen. Die Batterie werden wir zu 90% wiederverwenden. Also Lithium quasi wiederverwenden. Lithium, Kobalt, Nickel werden wir wiederverwenden. Das sind sehr wertvolle Materialien. Auch nach dem Ende eines Autolebens bleibt die Batterie der wertvollste Bestandteil. Wir wollen zum Beispiel als Hersteller die Batterie überhaupt nicht aus den Händen geben, sondern wir wollen die behalten über die Fahrzeuglebenszyklen. Da wird es am Anfang große Investitionen geben in die Gewinnung der Rohstoffe, in die Aufarbeitung der Rohstoffe. Aber wir werden dann sehr schnell in einen Zyklus kommen, wo wir diese Rohstoffe immer weiter und immer wieder verwenden. Das ist uns ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ein großes Anliegen, weil die Batterie sehr teuer ist. Jetzt gibt es so einen Fall wie zum Beispiel beim holländischen Ministerpräsidenten Rutte. Wir gehen jetzt mit dem Tempolimit auf 100 runter. Dann hat er einen Ausdruck benutzt, den man ungewöhnlich finden mag für einen Premierminister. Er hat nämlich geschimpft und hat gesagt, so ein Mist. Es ist ja eigentlich schade, weil 100 ist wirklich sehr wenig. Aber wir müssen das jetzt machen. Ja. Diese Diskussion haben wir eigentlich auch in Deutschland. Ja. Die wird ja immer stärker. Ja. Holland hat relativ hohe Stickoxid-Emissionen.
man sagt, bedingt durch die hohe Landwirtschaftsdichte, die es dort gibt. Das war eigentlich der Anlass. Holland ist ein Vorreiterland in der Elektrifizierung. Die meistverkauften Autos jetzt in den letzten Monaten in Holland waren Elektroautos. Holland hat mehr Ladestationen als Deutschland, hat deutlich günstige Rahmenbedingungen für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen. Holland ist da durchaus ein Vorreiter. Brauchen wir eine Geschwindigkeitsreduzierung in Deutschland? Nein. Ja, das war mir klar. Weil Elektrofahrzeuge dazu führen werden, dass die Leute langsamer fahren. Sie verlieren, das wollte ich gerade wissen. Wie kommt das? Ja, weil sie verlieren sehr viel Reichweite mit Elektrofahrzeugen. Sie wissen, der Widerstand beim Fahren steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn Sie ein Fahrzeug eben in niedrigen Geschwindigkeiten bewegen, dann braucht es vielleicht 12, 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer oder 12, 15 Kilowattstunden eben während der Fahrt. Und wenn Sie das Fahrzeug dann mit 100 oder 200 Kilometern pro Stunde bewegen, dann braucht es das Zehnfache etwa, also 100 Kilowatt. Kommt das? Das heißt, die Batterie ist dann sehr schnell leer. Ist das so ein automatisches Tempolimit? Ja, was irgendwann das ist eintritt, kein automatisches Tempolimit, aber um dann eben später nachzuladen, und das sieht man ja bei Elektrofahrern auf der Autobahn, fährt man eben dann angepasster. Mhm. Diese Diskussion, die hier stattfindet, ist eine quasi allumfassende Diskussion, nicht nur über Ressourcen, nicht nur über Klima, sondern auch über die Frage, wie Unternehmen im Zweifel unter Druck geraten, etwa durch die Aktionäre. Wenn wir uns die Märkte anschauen, die berühmten Märkte, dann sieht man bei den Märkten, da ist die Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Da gibt es Fonds, die nur in nachhaltige Produkte investieren. Kann so ein großer Konzern wie VW unter Druck geraten durch die Aktionäre, die irgendwann sagen, also das ist jetzt nicht mehr unbedingt das, wo ich meine Aktien von kaufen möchte. Ja, absolut. Es gibt heute deutliche Priorisierung Richtung nachhaltige Aktien. Große Fonds sind angehalten, nachhaltig zu investieren. Ich glaube, VW erfüllt alle Voraussetzungen für ein gutes Investment in eine nachhaltige Unternehmensführung, weil wir eben sehr stark auf CO2-Freiheit setzen. Wir waren das erste Unternehmen, das sich zur CO2-Freiheit committed hat im Jahr 2050. Wir haben Pläne, wir bauen unsere Kraftwerke um von Kohle auf Gas. Wir sind mit Sicherheit das Unternehmen weltweit, das am meisten in Elektromobilität investiert, in einem breiten Modellprogramm. Wir bauen Batteriefabriken, wir investieren in geschlossene Rohstoffketten rund um die Batterie. Also ein Investment in die Volkswagen-Aktie können Sie mit gutem Gewissen tätigen. Wir werden sehen, ob das dann so kommt letztendlich. Aber können Sie nachvollziehen, dass es bei den Unternehmen tatsächlich eine Verunsicherung auf der Ebene der Vorstände gibt, die auch dazu führt, dass ein Joe Kaeser sagt, kommen Sie doch in den Verwaltungsrat bzw. Aufsichtsrat von Siemens, einer Fridays for Future-Aktivistin wie Frau Neubauer, die das dann abgelehnt hat. Würden Sie sowas auch machen? Würden Sie ihr sowas anbieten? Das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Freiheit spielt für, glaube ich, in jeder Unternehmensstrategie heute eine große Rolle, weil es einfach das größte Thema ist, das die Menschheit zu bewältigen hat und wir, glaube ich, alle angehalten sind, einen Beitrag zu leisten. Und Unternehmen soll ja nicht nur Aktionäre und vor allem nicht Aktionäre kurzfristig bedienen, sondern Unternehmen hat eine gesellschaftliche Verantwortung und eine Funktion. Und ich glaube, auch im Sinne der Aktionäre tun wir sehr gut daran, eben nachhaltig zu wirtschaften. Und die größte Herausforderung ist CO2, ist unsere CO2-Bilanz. Und deswegen, glaube ich, ist eine Strategie zur CO2-Freiheit auch für viele Unternehmen die richtige Strategie. Kann das denn sein, dass wir auf Dauer zum Beispiel in verantwortungsvollen Positionen, auch im Automobilbereich, in Unternehmen überhaupt Menschen finden, die sagen, wir müssen komplett umsteuern, wir müssen eine völlig neue Wirtschaft schaffen, die so nachhaltig ist, dass wir die Chance haben, tatsächlich auf diesem Planeten als Menschen weiter zu existieren? Ja, ich glaube, das unterschätzen Sie. Viele der Unternehmensführer, und man hat hier die Chance, viele Kollegen auch zu treffen und sich auszutauschen, die sind genauso unterwegs. Viele natürlich auch aus einer relativ einfachen Position, Softwarefirmen, ne, mit einem geringen Footprint, den sie heute haben. Es gibt heute schon viele Unternehmen, die CO2-neutral wirtschaften.
Wir haben über große Programme der Wiederaufforstung diskutiert, hier gerade in der Forumsveranstaltung, bei der der Prince of Wales auch anwesend war. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, CO2-Freiheit ist für viele Unternehmenslenker erste Priorität. Was haben Sie denn für eine Erfahrung gemacht, wenn Sie mit anderen Unternehmenslenkern hier gesprochen haben, wie ernsthaft diese Auseinandersetzung ist? Man hat ja manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, Nachhaltigkeit ist ein schöner Begriff. Das ist auch ein Begriff des Marketing, da kann ich wunderbar mit werben. Wie ernsthaft sind die? Ich glaube, dass es eine große Ernsthaftigkeit gibt in der Diskussion, aber natürlich die Ausgangspositionen sehr unterschiedlich sind. Es ist sehr schwierig, zum Beispiel den Luftverkehr CO2-neutral zu stellen. Flugzeuge elektrisch zum Fliegen zu bekommen, das wird sehr schwierig sein. In unserer Industrie, in der Mobilität, ist es relativ teuer. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Ladeinfrastruktur. Elektrofahrzeuge sind teuer, hohe Investitionen. Und es gibt natürlich Industrien, da geht es leichter. Da kann man, Software, Dienstleistungen sind natürlich leichter. Sodass der Anspannungsgrad unterschiedlich ist. Natürlich auch die Commitments, die Zeitpläne. Aber ich glaube, dass es bald nur noch wenige Unternehmen geben wird, die sich einem Klimaziel verweigern. Kommt das von den Vorständen selber, von den Geschäftsführern selber, oder sind es die Kinder der Geschäftsführer und der Vorstände, die da Druck machen? Ja, am Mittagstisch auch mal ganz gut vorstellen, falls Sie mal Zeit dazu überhaupt haben, diese Vorstände. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn die mit den jungen Leuten reden. Ich glaube, dass es einfach jedem von uns ein schlechtes Gefühl gibt, wenn wir vor allem in verantwortlichen Positionen, in denen wir sind, unsere Welt in einem Zustand an die nächste Generation übergeben, der der nächsten Generation nicht gefällt. Das gibt uns allen zu denken. Und das sind sicher die Kinder, das sind die Medien, die öffentliche Diskussion, aber sicherlich auch ein großes Teil Selbstverantwortung. Wie haben Sie das empfunden, was gestern passierte, nämlich die Aussagen von Donald Trump und auf der anderen Seite die Aussagen einer Greta Thunberg, die ja durchaus fast schon auf der anderen Seite so umstritten ist, wie Donald Trump umstritten ist. Die waren diametral auseinander. Ja, wobei ich auch, wir hatten die Gelegenheit ja dann noch mit Donald Trump zu Abend zu essen. Und ich fand auch seine Äußerungen eigentlich positiver und motivierter. Er hat gesprochen über, er befürwortet Aufforstungsprogramme. Man darf auch den USA nicht Unrecht tun. Die USA haben sich in der Klimaeffizienz, also im CO2-Footprint pro Einwohner, schneller verbessert in den letzten Jahren als zum Beispiel Deutschland. Auch unter der Trump-Administration. In den USA ist nach wie vor ist das zweitgrößte Land bei der Investition in nachhaltige Energie, in Wind und Solarenergie. Gerade an der West- und an der Ostküste gibt es natürlich extrem committete Politik zum Thema Klimawandel. Also man darf die USA da nicht unterschätzen, da passiert sehr viel. Aus der deutschen Position zu argumentieren, ist ein bisschen, hier in der Schweiz haben wir etwa, obwohl wir hier jetzt sehr stark heizen müssen, haben wir hier etwa den halben CO2-Footprint als in Deutschland. Wir haben in Schweden 4 Tonnen pro Einwohner gegenüber 10 in Deutschland. Also es ist so, um uns herum passiert viel, auch in Amerika passiert viel. Trump hat gestern Abend gefragt, wie sich denn die Windenergie entwickelt, fand ich ein sehr positives Zeichen. Und ich glaube, in dem Maß, wie sich ja auch der Klimawandel dann umsetzt in Geschäftspläne der Unternehmen, auch in neue Geschäftsfelder, erneuerbare Energien, CO2-ärmere Produktionsprozesse. Es wird ja immer mehr erkannt, dass es auch eben Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle gibt. Da wird es dann auch wirklich für die Leute, die vielleicht nicht so stark an den Klimawandel glauben, auch ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen werden. Ist für Sie persönlich das Gefühl der Verantwortung, was Sie gerade angesprochen haben, für eine nächste Generation der Auslöser? Oder ist es die Sorge, dass wir möglicherweise in politische, gesellschaftliche Situationen kommen durch den Klimawandel, in dem der Druck der Politik so enorm groß wird, dass Sie sagen müssen, das kriegen wir nicht mehr hin?
Ja, ich würde es nicht am Druck festmachen, weil die Politik könnte ja tendenziell eher mehr tun, um schneller umzusteuern. Sie wollen eigentlich, dass die Bundesregierung mehr tut? Wir haben sehr moderate Ideen zur CO2-Besteuerung. Das wird auch teurer werden. Aber es muss eben nicht alles teurer werden. Die Motivation kommt mit Sicherheit schon aus der Diskussion mit der nächsten Generation. Und das, was Greta Thunberg sagt, gebe ich ganz offen zu, gebe mir schon nahe. Weil es einfach die Generation ist, die dies in dieser Welt leben wird, die wir gerade für deren Leben vorbereiten. Und da haben wir eine Verantwortung. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass wirklich ja das Thema, und Sie sagen es hier in Davos, das große Thema der Welt ist. CO2, Klimaerwärmung und unseren Footprint zurückzufahren, beziehungsweise sogar CO2 wieder aus der Atmosphäre zu übernehmen. Das heißt, unsere Kunden werden auch nach und nach dieses Kriterium stärker in den Vordergrund stellen. Wir sind also auch angehalten, wenn wir marktfähig bleiben wollen, CO2-freie Produkte. Das gilt nicht nur für das Automobil, sondern gilt für viele Produkte, sodass auch der Markt nach CO2-Freiheit auf CO2-Freiheit drängen wird. Und es sind die Aktionäre, ne, über die großen Pensionsfonds. Also ich sage mal, das große Gefühl der Gesellschaft ist, dass wir handeln müssen. Greta Thunberg verleiht dem Ganzen dann noch eine gewisse Dramatik und auch einen Druck. Ich glaube, das tut uns im Prinzip gut, uns damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube schon, dass die Gesellschaft auch weltweit in Bewegung ist. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen, ein paar Rückständige. Australien committet sich nicht, Lateinamerika zu den Klimazielen, USA unter der Trump-Administration. Aber das wird abnehmen in dem Maße. Die Welt ist in Bewegung und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir mit dem, was die Welt an Innovationen bieten wird in den nächsten Jahren, dass wir letztlich diese Herausforderung meistern werden. Wir wollen es hoffen. Herr Dees, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Ja.